Noch ein paar Stunden und ich breche den Rekord. Kaya, sieh dir das Chaos an. Du machst mich verrückt mit deinen Spielen. Mach eine Pause. Nein, nein, nein. Hier, mach es an. Erst nach dem Putzen. Aber ich will doch spielen. Was ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich es spiele? Ein begeisterter Gamer wie Kaya ist bereit, Spiele zu erleben. Selbst wenn das Spiel die Simulation der realen Welt ist. Die nächste Aufgabe ist Putzen? Dafür muss man eine spezielle Ausrüstung haben, ins Inventar. Sie bekommen wie im Spiel Erfahrungspunkte fürs Erfüllen von Quests. Kaya, du hast Staub übersehen. Herzlichen Glückwunsch! Die Aufräumarbeiten sind erledigt. Level abgeschlossen. Was ist das? Der Endgegner? Nein, schlimmer. Ich hasse das Level. Oh hey, tritt dem Server bei. Wir spielen schon seit Stunden. Tage und Nächte vergingen und Mike spielt immer noch am Computer. Ich werde mich jetzt ausruhen. Meine Augen tun weh. Was? Das kann nicht wahr sein. Die Welt von Craftmine? Dann wird es Zeit, ein paar Zombies auszurotten. Komm her, du böser Schleicher. Nimm das, hä? Ha! Was schreit er denn so? Ha, ich werde alle kriegen. Meine Zeitung. Ich muss zu einem Psychologen. Oh, ich bin so aufgeregt. Kaya, du wurdest als Packerin eingestellt. Wirklich? Großartig. Hier, du wirst den Job brauchen. Oh, danke. Niemals. Ein Glitch? Ich wurde ausgewählt, ein Spiel zu testen. Ah! Also gut, nimm den Rucksack. Hier wartet die VR-Welt. Anthony, wie läuft's mit der Entwicklung meines Spiels? Mr. Mike, alles ist bereit für den Beta-Test. Hier ist der Controller, genau wie gewünscht. Wow, das ist der seltenste der Welt, richtig? Der reichste Gamer Mike scheut keine Kosten. Essenszusteller-Simulation. Spiele ich wirklich mein eigenes persönliches Spiel? Toll, ich kann es steuern. Und der Controller ist super. Kaya hat einen interessanten Nebenjob. Das Spiel ist unglaublich langweilig. Ich werde was anderes, interessanteres machen. Bitte Hilfe, ich will ewig gehen. Kaya, bist du eingeschlafen? Was, hier? Du kannst arbeiten. Ja, gut. Phew, was für ein Albtraum. Ich brauche diese Maus nicht. Ich verliere. Ich brauche eine viel coolere. Speziell für E-Sport entwickelt. Oh ja, eine Maus mit künstlicher Intelligenz. Yes. Was ist los? Außer Kontrolle. Ups, so ein Hightech-Gerät entpuppt sich als selbstständig. Hilfe! Ich muss nur den Drachen besiegen, dann schaffe ich das Level. Was? Die Maus funktioniert nicht? Das ist genau, was ich brauche. Ah! Nur noch ein kleines Stück. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Womit soll ich spielen? Oh, ich habe eine Idee. Was würde man nicht alles tun? Die arme Gamerin Kaya kann nicht davon träumen, eine Maus zu kaufen. Also fängt sie eine. Hab dich. Von nun an dienst du mir, mein Baby. Ich war beim Drachen stehen geblieben. Ups, ich sollte weggehen. Weiter geht's. Manchmal lässt sich Mike zu sehr auf die VR-Welt ein, wie ein echter Spielverrückter. Wie oft hintereinander bin ich jetzt schon gescheitert? Ich werde die Entwickler verklagen. Die Laune ist verdorben. Hallo? Schickt uns ein paar neue Tastaturen. Er hat die 100. zertrümmert. Mike zerschlägt. Mike macht kaputt. Und noch ein paar Mäuse. Ich habe die Nase voll von allem. Eigentlich ist der Computer an allem schuld. Sonst noch was? Ja, haben Sie Jobangebote? Kaya kann wie jeder andere Gamer wegen des misslungenen Spiels sehr wütend werden. Sie kann es sich nicht leisten, sich über die Technik zu ärgern. Nein, das kann ich nicht tun, aber ich bin voller Wut. Aber ich kann es nicht kaputt machen. Kaya, es wird Zeit, dass du anfängst, für Puppets zu sparen oder nach alternativen Methoden zu suchen. Ah! Puh, jetzt geht's besser. Oh, sorry. Puh. Vergesst nicht zu abonnieren. Nur noch ein bisschen mehr, dann gewinne ich. Was? Nein, ich hasse das Spiel. Oh, er wird wieder richtig nervös.
Die Entwickler sollen es löschen. Ich bin so genervt. Herr Mike, die Tastatur ist an nichts schuld. Hier, stattdessen ein Pop-It. Schauen Sie, wie viele Tasten. Ich mag's. Schon wieder verloren? La la la. Oh, na was ist es diesmal? Sie werden es lieben. Fantastisch, in der Form von Among Us. Gamer Kaya hat eine budgetfreundlichere Version von Anti-Stress. Mein Geist ist so friedlich. Was machst du? Hör auf, Luftpolsterfolie zu ruinieren. Oh, ich darf mich nicht mal entspannen. Schau, was ich hab. Wow, das ist eine echte VR-Brille. Ich wünschte, ich hätte die auch. Cool. Pass auf, dass du niemandem wehtust. Hä? Es ist traurig, dass ich nur eine normale Brille habe. Das ist nicht fair. Alles ist realistisch. Was siehst du gerade? Welche Aktion soll ich wählen? Ich werde mit meinem Geld angeben. Sie soll einfach neidisch sein. Was hältst du davon? Was machst du da? Das ist echtes Geld. Wie kannst du? Beeil dich. Dreh dich. Du spielst doch nur, oder? Denk lieber an deine Noten. Zeit für Speed. Mikes Gaming-Zubehör ist der Neid aller Gamer. Sie geben ihm das Gefühl, an einem Rennen teilzunehmen. Pedal zum Metall, faster than lightning. Mike ist in diesem Spiel unschlagbar, denn Rennen ist seine Leidenschaft. Alles klar. Sogar mit Service, obwohl es kein Auto ist. Das nenne ich realistisch. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Autosimulator. Moment, das erinnert mich an etwas. Für die armen Gamer gibt es eine normale Kelle an Getriebe. Ein selbstgemachtes Lenkrad? Warum nicht? Das Mädchen steckt definitiv voller Kreativität. Es ist fertig, so viel bequemer. Aber Kaya sollte nicht vergessen, was in der realen Welt vor sich geht. Natürlich hat sie kein Maschinenöl verschüttet. Aber es steht jetzt jede Menge Nudeln auf dem Tisch. Ich bin die Nummer 1. Oh nein, Mama kommt. Sie wird mich anschreien, weil ich mit Spielen beschäftigt bin. Hallo Mami. Oh, du hast dich entschieden zu kochen? Ja, aber ich bin nicht hungrig. Also gehe ich in mein Zimmer. Hab dich lieb. Tschüss. So ein braves Mädchen. Oh, was ist das? Kaya! Ich liebe meine Spielekonsole. Ich bin bereit zu spielen. Kaya kann diesen Luxus nur bewundern. Das kann ich auch. Das kannst du mit deinem alten Smartphone nicht. Wow, so will ich auch spielen. Lass mich mal. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Vielleicht kann ich's auch reparieren? Aber nein, das Smartphone wird nicht wieder zum Leben erwachen. Heilige Tastatur, sie hat mich überlistet. Das lasse ich mir nicht bieten. Hallo, Abby? Ich weiß, du bist der beste Hacker der Stadt. Ich bin hier. Ich will, dass du den Computer dieses Mädchens hackst. Sie hat mein Spiel und meine Laune ruiniert. Verstanden. Hör auf, was machst du da? Nicht mein Computer, ihren. Oh, hab dich erwischt. Ha, ich gewinne. Ups, mein Lieblingstee ist alle. Mike ist bereit, Profis jedes Geld zu zahlen, um Gegner auszuschalten. Ich schließe jetzt die Hardware dran und lade einen super starken Virus herunter. Ihr Computer ist uralt, er passt nicht zu moderner Technik. Ich werde diese Methoden benutzen. Haha, das funktioniert. Das ist eine andere Sache. So, meine Arbeit ist getan. Tatort verlassen. Was in aller Welt? Ich liebe Klassiker. Abbys Virus hat nicht so funktioniert, wie Mike es dachte. Ich bin ein Profi in dem Spiel. Ich werde sie auslöschen. Das ewige Problem der Reichen. Es fehlt ihnen immer an allem. Nein, so geht es nicht. Anthony, komm schnell. Mein Bildschirm ist zu klein. Ich kann damit nicht spielen. Ich brauche einen anderen. Oh, na gut. Es scheint, als ob ein Monitor helfen könnte. Toll, jetzt kann ich ihn mir genau ansehen. Mal probieren. Weißt du, ich fühle mich unwohl. Hm, dann werde ich einen anderen Monitor besorgen. Gute Idee. Das ist mein Ding. E-Sports, warte auf mich. Was? Warum gibt es so viele Störungen? Ich kann nicht richtig spielen. Oh Mann. Ups. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Nur das nicht. Mein Baby, bitte brich nicht auseinander. Ich werde dich heilen. Und zwar sofort. Wenn man arm ist, kommt man in solchen Situationen mit Klebeband aus. Ein wahrer Gamer wird das Spiel unter allen Umständen genießen. Sie wissen schon, dass Sie gerade einen Informatikkurs haben. Meine Damen und Herren, das ist die Konfrontation des Jahrhunderts. Der arme Gamer Kaya gegen den reichen Gamer Mike. Wer gewinnt?
Gut, dass der Diener Mike hilft, mit dem Schweiß fertig zu werden und der Gamer nicht abgelenkt wird vom Wettbewerb. Das kann man von Kaya nicht behaupten. Das arme Ding muss sich um alles kümmern. Oh, ich habe gewonnen. Glückwunsch, Mike. Aber der Krieg ist nicht vorbei. Oh nein, Kayas alter Laptop ist schon wieder überhitzt. Offensichtlich gibt es ein Problem mit dem Kühlsystem der Dinosaurier. Anthony, es ist so heiß. Komm damit klar. Es sieht so aus, als hätte das Fächel nicht nur Mike, sondern auch Kayas Laptop abgekühlt. Großartig, er funktioniert wieder. Anthony, hör auf, du hast es schlimmer gemacht. Du gehst. Aber es ist zu spät. Der Sieg in der zweiten Runde ging an den armen Gamer. Toll, oder? Ich werde dem armen Mädchen zeigen, wer der Boss ist. Ich werde dem Schnösel eine Lektion erteilen. Die zwiespältige dritte Runde. Wer gewinnt? Beide verlieren. Was soll das denn heißen? Da muss ein Fehler sein. Es stellt sich raus, dass hinter den Kulissen noch ein anderer mächtiger Gegner war. Ich habe sie beide besiegt. Oh yeah. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!